So, Gutschein. Haben wir erstmal. Und tief fallen. So. Einmal Fackel. Machen wir jetzt mal immer auf der Seite hier. Damit es ein bisschen gleichmäßig aussieht. So. Okay, okay. Und weiter in die Text. Oh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich bin nicht mehr dabei. So. Dann hauen wir hier mal eine schöne. Ja, gut, gegeben, so schön ist das jetzt nicht unbedingt. Aber mal Spalt in die Erde. Da spalten sich ja die Geister. So, Thema. Was haltet ihr eigentlich von Edouard? Diesen kleinen pakatellischen Bastard. Ich glaube, ich war gerade ein bisschen zu direkt, oder? Nee, aber ganz ehrlich, ich meine, was wäre das hätte, was ich eigentlich gerade auf, ja? Ich meine, Edouard, ganz ehrlich, hallo? Was hat der eigentlich im Kopf? Ich meine, echt jetzt, Edouard, Donald Trump, also langsam mache ich mir über die Politik. Ich war ja nie ein Politikfreund. Ich meine, Politik ging mir eigentlich immer schon relativ am Arsch vorbei. Ich habe halt als Kind immer die Grünen schon gewählt, weil ich damals noch gehofft hatte, dass die. Naja, die haben halt mit meinem Leitbild am meisten übereingestimmt. Aber was die machen, ist ja mittlerweile auch eher verboten, weil die einfach mal nichts tun. Aber ganz ehrlich, ich meine, die tun wenigstens nichts. Aber Donald Trump und vor allem dieser Edouard, ey, das ist ja. Ich meine, das Gesetz wurde ja zum Glück gecancelt. Aber der wollte doch tatsächlich, dass Vergewaltigungen legalisiert werden, wenn der Vergewaltiger sein Opfer später dazu bringt, einen zu heiraten. Ich meine, das ist doch so gegen alles, was in irgendeiner Weise menschlich ist. Ich weiß nicht, was hat der denn im Kopf? Ich meine, selbst mit total altertümlichen Regeln, dass Frauen nichts wert sind, oder ich sage, ja, was? Ich meine, so kommt mir zumindest vor. Aber so krank kann doch echt keiner sein, oder? Wobei ich wahrscheinlich auch aufrufen muss, was ich hier mache. Was ich hier rede. Nicht, dass dann irgendwann mal in einer Zeit nach meinem Leben er über die gesamte Welt regiert, dann all meine Videos löscht. Weil ich ein kleiner, fanatischer Bastard bin. So, Schippe. Machen wir. Wie ist es eigentlich? Achso, ja. So, Schippe. Dann bauen wir mal hier ein bisschen ab. Ich hoffe mal, da kommt jetzt nicht. Obwohl, da wird es dann mittlerweile zu tief sein, dass da die Oberfläche zum Vorschein kommt. Dunkel. Okay, wie wird es hier hell? Gucken wir, falls es hier hell ist. Oh, da ist der Unterrechner stockert schon wieder. Außerdem rede ich auch schon wieder viel zu schnell, teilweise. Ja, also wie gesagt, was habt ihr so von Edouard? Ich meine, der Typ, der ist laut meiner Ansicht komplett behindert und ich weiß nicht, Leute wie er, die können einfach verboten. Aber nun weiß ich natürlich auch, dass da nicht alle Leute so denken, gerade Türken. Die haben ihn ja teilweise mit erheblicher Mehrzahl, also jetzt nicht mit Mehrzahl, wobei ich glaube doch, aber die haben ihn so häufig unterstützt und seine Ansichten geteilt. Ich meine, gut, kann natürlich auch alles erfunden sein, dass er da tatsächlich die Medien so schafft zu manipulieren, dass diese ganzen Umfragen und sowas alles gar nicht wahr sind und er die praktisch selber ja, fingiert. Aber angenommen, das wäre alles wahr, ich meine, wie viele Leute auf seiner Seite stehen, ist doch, ich meine, ganz ehrlich. Ich finde sowieso so das ganze Thema. Ich meine, klar, wir leben jetzt gerade in einer Zeit einer Flüchtlingswelle. Eben wegen diesen ganzen Umständen in der Welt. Und jetzt bin ich da ein bisschen zwiegespalten. Es gibt ja die eine Front, die sagt, Ausländer raus, weil die klauen uns hier alles. Und es gibt die einen Fronten, die sagen, nein, die gehören hier rein, weil wir sind denen was schuldig, wegen dem Krieg und so. Da müssen wir uns ja erkenntlich zeigen.
Oder aber Leute, die sagen, wir müssen die alle aufnehmen und alle hier rein, weil wir müssen ja alle super nett sein. Das Problem, was ich mit dieser Ansicht habe, also mit allen dreien von denen, ist, dass eigentlich von den dreien gar nichts stimmt. Ich meine, klar, Deutschland hat früher im Krieg Scheiße gebaut, ist richtig. Aber ich meine, das ist nun mal vergangen. Dafür jetzt noch jemanden den Kopf abhacken zu wollen, ist erstens mal kompletter Schwachsinn. Weil A, bringt das nichts. Quatsch, ich wollte Spitzhacke bauen. Och nö. A, bringt das nichts. Und zweitens, ja, bringt das halt nichts. wo war ich jetzt überhaupt? Genau. Sondern meiner Ansicht nach ist eigentlich klar, die Flüchtlinge sollte man erstmal aufnehmen, weil die Flüchtlinge sind definitiv in Not. Also nicht alle. Manche nutzen das ja auch schamlos aus, aber es gibt wirklich welche, die sind einfach in Not, muss man mal so sagen. Ich meine, sonst würde man sich ja nicht hier so einen Trip über das Meer einfach mal hier so genehmen, in so einem witzigen Schlauchbootchen oder sowas. Also es gibt ja wirklich Leute, die brauchen sowas, die brauchen echt die Hilfe. Aber wie damit umgegangen wird, ich meine, es bringt denen doch nichts, wenn sie in ein Land kommen, um vor ihrem Land zu flüchten, und sie dann in diesem Land, ja, zwangseingegliedert werden, sag ich jetzt mal so. Nur damit sie hier unsere Sprache lernen und sich in unsere Gesellschaft einfinden. Weil klar, wenn man in ein Land kommt, dann ist natürlich oberstes Gesetz, man befolgt dort die Geflogenheiten. Nun kommt sie aber auch nicht unbedingt freiwillig, also zumindest nicht voll freiwillig, sondern sie kommen ja praktisch teilgezwungen durch ihre Furcht vor ihrem eigenen Land derzeit. Und da ist es laut meiner Auffassung ja aber denn doch eigentlich so, dass man sich hier nicht zwangseingliedert. Ich meine, klar, Deutschkurs und so ist ja schon gut. Ich meine, ist nun mal Deutschland und man sollte sich natürlich mit denen verständigen können. Aber viel wichtiger ist doch praktisch dafür zu sorgen, dass sie in ihr eigenes Land zurück können. Ich meine, die sind doch, wie gesagt, die wirklich Hilfe brauchen, ich kann jetzt nur von denen reden, die sind doch nicht freiwillig hier. Gut, ich meine, manche sind unfreiwillig hier, gewöhnen sich aber so an Deutschland, dass sie hier doch tatsächlich bleiben wollen. Klar, die müssen sich dann natürlich auch eingliedern, weil sie sind halt hier in Deutschland. Und wir haben hier unsere Geflogenheiten und nicht die türkischen Geflogenheiten. Oder arabischen Geflogenheiten oder aus welchen Ländern die auch immer kommen. Ist ja vollkommen egal. Die Leute, die hier bleiben wollen, die können auch hier bleiben. Müssen sich dann aber auch an unsere Spielregeln halten, ganz klar. Weil, ich kann ja auch nicht einfach, wesentlich, nach Japan fliegen, nur weil mir Japan gefällt. Und dann sagen, ja, jetzt müssen aber die Japaner leben wie die Deutschen. Die müssen Deutsch lernen und dies und das und jenes. Es ist sowieso witzig, weil ich meine, ich persönlich mag ja Japan. Kennengelernt durch die ganzen Animes. So, und ich meine, ich wäre auch bescheuert, wenn ich nach Japan gehe, weil mir Japan gefällt. Und ich dann aber möchte, dass Japan so wird wie Deutschland. Kann ich sogar nicht in Deutschland bleiben, oder nicht? Deswegen, die Leute, die wirklich hier sind, weil es ihnen hier gefällt, ich meine, ich glaube kaum, dass sie ein Problem damit haben, sich an uns anzupassen. Aber die Leute, die wirklich einfach nur hier sind, weil sie hier sein müssen, weil sie in ihrem eigenen Land nicht mehr willkommen sind, um es jetzt mal so zu sagen, bei denen bringt es doch nichts, sich hier zwangseinzugliedern. Nee, stattdessen schicken wir oder geben diesen ganzen Ländern noch mehr Waffen, um die Kriege noch mehr anzufachen, nur damit wir daran Milliarden verdienen und uns dann auf der anderen Seite aber mit diesem riesen Flüchtlingsstrom da auseinandersetzen müssen. Weil, ich meine, ganz ehrlich, ich weiß jetzt gerade nicht, wie das Fachwort dafür heißt, aber diese Gastfreundschaftlichkeit, sag ich jetzt mal, ist zwar schön und gut, aber diese Gastfreundschaftlichkeit versagt ganz einfach, wenn jetzt auf einmal ein paar Millionen sind, die da an der Haustür klopfen. Und das ist doch eigentlich das Problem. Und das ist sowieso das Gesamtproblem, was ich auch letztens angesprochen habe, also in der vorigen Aufnahme, diese drastische Überbevölkerung.
Ich meine, noch funktioniert alles einigermaßen. Ich meine, wir leiden zwar ganz schön an dem Flüchtlingsansturm jetzt. Aber stellt euch mal vor, sowas würde im Jahr 2020 passieren. Wo wir denn so 20 Milliarden Leute auf einmal sind. Ich meine, da ist die Welt dann sowieso schon chronisch überbevölkert. Und wenn sie dann auch noch aus einem Teil der Welt abziehen müssen, weil sie dort nicht mehr leben können oder leben dürfen, weil sie dort nicht mehr erwünscht sind, weil dort irgendwelche diktatorischen Arschlöcher da ihre Meinung vertreten wollen und alle anderen radikal weg, radikal aussortieren. Was machen wir denn? Ich meine, dann ist Berlin selber auch schon überbevölkert, dann ist Deutschland überbevölkert und ich habe gerade ein Loch gesehen. Oh, Lava. Also, Höhlen, wo es hell ist, kann nur Lava sein. Also, ist meistens Lava. Ist immer Lava, kann nur Lava sein, eben. Nee, wie gesagt, das Problem ist ja, wir müssen sowieso, was das angeht, echt noch ganz schön an uns als Zivilisation arbeiten. Erstens mal wirklich, wenn wir vor Konflikten stehen, gucken, wodurch entstehen die Konflikte, die Probleme an der Wurzel packen, sodass die Leute, die zu uns gekommen sind, auch wieder zurück können irgendwann. Und zweitens müssen wir sowieso gucken, wie das Ganze als Gesamtsituation irgendwann aussieht, gerade in Bezug auf Überbevölkerung. Ich meine, jetzt ist es die Türkei. Was machen wir, wenn auf einmal irgendwann diese chinesische Partei da sagt, ja, wir machen jetzt mal unser Ding. Und jetzt denn, klingt zwar jetzt blöd, aber halb China denn auf einmal auf die Welt losgelassen wird, weil die Chinesen, die dort bestimmte Ansichten haben, nicht mehr willkommen sind. Was machen wir denn? Ich meine, das sind ein paar mehr Leute. Und an sowas, ich weiß nicht, da denkt irgendwie keiner. Also, ist alles nicht ganz so zu Ende gedacht. Ich meine, ist klar, es ist, da kommt kein Stein hin. Ist natürlich schön, immer erstmal helfen zu wollen. Und ist ja auch nicht verkehrt. Klar, wenn es erstmal Flüchtlinge gibt, dann muss man die natürlich immer erstmal beherbergen. Aber sich dann einfach damit abzutun und immer mehr aufzunehmen und immer mehr aufzunehmen, ohne irgendetwas dagegen zu tun, also jetzt nicht dagegen tun im Sinne von stoppen, sondern das Problem lösen, das ist doch einfach komplett fahrlässig sozusagen. Aber ja, wie gesagt, das ist so meine Meinung dazu. Und jetzt könnt ihr euch mal selber den Kopf darüber zerbrechen. Und eure Meinung ungefiltert in die Kommentare loslassen. Und ich hoffe, ich bin jetzt hierfür kein irgendein super Linker oder super Rechter oder super Mittiger. Ich hab's dir, Rio. Ja, sowieso. Wenn Kommentare, dann bitte ordentliche Kommentare und nicht einfach du bist scheiße, sondern wenigstens sowas du bist scheiße, weil. Ja? Ich weiß nicht, Fackeln hier gut. Ich weiß noch nicht so ganz. Vielleicht sollte ich hier einfach noch ein paar Fackeln hinsetzen. Da und da. Und die hier wieder weg. Sieht das gut? Hilfe. Labyrinth. Ist das gut? Oh, ich weiß nicht. So, einmal in die Tür rein. Was sollten wir jetzt überhaupt? Ah genau, wir haben Lava gefunden. Ich wollte mich dafür ausrüsten. Dann nehmen wir mal nochmal an unseren Ofen. Fünf Eisen, das bringt ja jetzt gerade nicht so viel. Kupfer haben wir auch immer noch keins. Das heißt also, Rüstung können wir nicht weiter ausbauen. Gut, dann traue ich mich einfach mal da in das Loch rein. Und wenn wir sterben, dann sterben wir. Yay! Ich hoffe, weil da kommt nicht gleich ein Dungeon Master und feuert uns da die Höhle breit. Das wäre nämlich nicht so schön. Ich sehe aber erstmal kein Monster. Ist da eins? So, dann kommt mal da ein Stein hin. Blub. Und da ein Stein hin. Blub. Ich habe echt Angst, dass hier jetzt gleich mal Dungeon Monster uns die Hölle heiß macht. Aber das wäre definitiv der schlimmste aus dem Fall.
weil die Dinger haben mal Bums. Alter, ich bin hier. Alter, kriegt der jetzt auch grün? Ist das eine Höhle? Wow. Oh Scheiße, das ist auch nochmal richtige Höhle. Oh Mann, ey. Also diese Höhle ist definitiv nicht safe. Ich mache hier mal so einen Stein hin, sieht er uns vielleicht nicht, wenn unten noch was rumspawnen sollte. So, Eisen abgebaut. Yay, Challenge accepted. So. Wisst ihr, wie steht ihr eigentlich zum Thema Computer? Mal ein komplett technisches Thema.